Bin gespannt, ob meine Schwester uns da gezaubert hat. Und wie unscharf ich wirklich bin. Sorry. Pink elephants, seeing pink elephants. Not a climber stairs, what's the relevance? Tripping LSD for the hell of it. I might joke a bit. Fifth element, wait, that's Djokovic. Wait, no Djokovic. Bruce Willis in this. Tach, heute ist Mittwoch, der 18.05.2016. Ich fahre jetzt in die Uckermark. Bisschen entschleunigen. Und natürlich zum Hund. Morgen geht es allerdings schon wieder zurück. Auto bringe ich nachher noch in die Werkstatt wegen TÜV durchchecken und so, aber habe ich ja alles schon erzählt. Drowning these clowns, magnum opus is opium. Cheddar chatter on the podium, shitting out words so absurd, I need a modium. Fucked up truck, you're a silly tongue. Eieiei, das wäre fast schief gegangen. Ich habe fast die ganze Fahrt telefoniert und habe dabei ganz vergessen, dass ich tanken wollte. Und bin jetzt wirklich, dadurch, dass ich aber telefoniert habe, sehr, sehr entspannt gefahren und habe dadurch auch nicht so viel Sprit verbraucht, denke ich mal. Auf jeden Fall ist meine Tankanzeige schon relativ gering. Das geht noch. Das ist kein Grund zur Beunruhigung. Die Lampe ist auch noch nicht an, aber. Aber ich hab's geschafft, hätte aber auch schief gehen können. So, Mama weiß Bescheid, dass ich da bin. Jetzt bin ich zu Hause bei meinen Eltern. Jetzt gehe ich erstmal den Hund begrüßen, dann ganz schnell auf Toilette und dann lade ich erst aus. Geometric, the universe around me, that's me, centric, spine, arch back. Hey, mein Scheißerchen, hey, kleiner Racker, hey, mein kleiner Racker, ja, 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 mein kleiner Racker, ja, pass auf, super, 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 ja, ja. Na komm. Back, watch the way she bend it, back him, I reckon that I reckon that my life like Tekken. Geht wieder? Oh ja. Ja, ja, ja. Gleich wieder auf 180. Naja, war höchstens 90. Naja, egal. Ich muss gleich zur Werkstatt mein Auto hinbringen. Ich weiß gar nicht, ob mich meine Schwester abholen muss oder ob ich da bleiben kann und warten kann, aber ich denke, es dauert ein bisschen länger. Bevor ich dahin kann, muss ich allerdings noch tanken. Da es zu lange dauert, jetzt nach Templin zu fahren, da zu tanken und es so umständlich ist, mopse ich mir einfach bei meinen Eltern ein bisschen Sprit. I'm Yoshimitsu, my life like a how to confuse, like I'm loud to confusions with a doubt spoon. Pill pop and pop fly, I'm out soon. We elephants on parade, here they come, hippity hoppity, they're here, and they're the elephants everywhere. So, mein Scheißer, das ist Genie, bin gleich wieder da. TÜV-Termin steht an. Ich will das Auto vorher nochmal durchchecken lassen, ob es sich überhaupt noch lohnt für mich, da Geld zu investieren, um den TÜV zu bekommen. Ich muss mal sehen. Eigentlich würde ich das Auto gerne loswerden, weil es irgendwie gefühlt Ballast ist. Aber natürlich ist es auf Usedom ein bisschen schwer, so mit öffentlichem Nahverkehr und so. Kannst du voll vergessen und ab und zu braucht man das Auto ja doch. Ich komme zwar zu Fuß zur Arbeit, aber überall anders hin braucht man schon ein Auto. Auf Usedom jedenfalls. Und wenn ich zu meinen Eltern fahre, naja, man könnte es auch mit einem Mietwagen abdecken und so. Die paar Male, die man fährt, wäre auf jeden Fall günstiger, weil es kostet eigentlich nur Geld, Versicherung, Steuer, den ganzen Kram. Ich hätte eigentlich nichts dagegen, wenn das Auto wegkommt. Hey, du Schlafmütze! Du kommst hier wieder spät! Du kommst hier wieder spät! Alles klar? Ich hab mir irgendwie einen Splitter eingerissen. Ich weiß gar nicht, wobei. Kein TÜV mehr. Ich müsste für TÜV 300 Euro investieren plus nochmal Geld für neue Reifen und die neuen Reifen bräuchte ich auch auf alle Fälle. Ist es mir echt nicht mehr wert eigentlich. Das muss ich jetzt nicht investieren und ausgeben. Der ist erst zu lassen, 99. Das heißt, er hat auch schon 15 Jahre auf dem Puckel. 17, Entschuldigung.
Und da ist alles noch original dran. Und wer sagt mir, wenn ich jetzt 300 Euro investiere, geht in 2 Monaten der Motor hoch und dann, oder mehr als 300 Euro investiere und dann geht in 2 Monaten der Motor hoch oder irgendwas anderes größere kaputt und dann steht wieder da. Wie gesagt, zwar ist es wirklich gut, wenn man da oben mobil ist und ein Auto hat, aber naja, da muss ich jetzt noch nichts überstürzen. Bloß damit ich dann Auto habe, zur Arbeit komme ich zu Fuß, alles andere kann ich auch irgendwie noch abdecken. Und notfalls muss ich halt meinen Mietwagen nehmen. Ist immer noch günstiger, als wenn ich jeden Monat, weiß ich, 50 Euro Versicherung zahle, Steuern kommen noch dazu, Sprit kommt dazu, naja. Wo ich ja erzählt, dass meine Schwester die Kamera runterfallen lassen hat und ja, das jetzt das Objektiv. Da, wie man sieht, eine schöne Delle in dem Filter. Das hier übrigens die 7D Mark II. Hier oben hat sie eine Delle und hier ein paar Schrammen. Also die Kamera hat es ganz gut überlebt. Und das Objektiv und Filter hat, also beziehungsweise der Filter hat am meisten abgefangen zum Glück. Ich sag, regelt nicht. Aber der Filter ist. Ist ja so im Arsch. Du musst so ein bisschen weiter raus, damit du hier. Also du kannst hier halten. Ja, aber aber dann kriegst du hier nicht halten und dann drehst du automatisch zu weit. Und das will ich eigentlich vermeiden. Geht das nicht normalerweise weiter rein? Nee, ganz drin geht das fast nicht. Nee, ich greife mal meine Tasche. Hinten? Ja. Was bist du da? Aber ich habe gedacht, das geht ganz ran. Nee, ich glaube, ganz geht das nicht ran. Das Glück war immer ach, ein bisschen. Bin doch doof. Das muss ja jetzt nicht ganz rangehen. Ja. Wenn du jetzt hier auf das ist 35 ist nochmal, dann ist es ganz dran, weißt du? Ach so. Wenn, du musst ja die Fokussierung auch noch bedenken. Ja. Ne? Also kann er jetzt hier, jetzt habe ich auf manuell gestellt. Ja. Wenn ich jetzt fokussiere, dann kommt es natürlich nicht ganz ran. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Naja, hast du auf jeden Fall Glück gehabt, dass du den Filter drauf hattest. Ja. Obwohl ich dich dafür immer ein bisschen belächelt habe, ne? Was auch Sinn macht, Mona. Hier so eine Gegenlichtblende. Nicht Gegenlichtblende. Nein, Sonnenblende. Streulichtblende, so ist richtig. Streulichtblende heißt es richtig. Mone zeigt mir gerade Bilder auf ihrer Kamera und das ist mir aufgefallen, dass die Tastenbelegung bei der 7D Mark II ja doch ein bisschen anders ist. Zum Beispiel gibt es die Taste Rate, womit man die Bilder bewerten kann. Was ich totalen Schwachsinn finde, weil warum soll ich mir eine Bilder in der Kamera schon bewerten, wenn ich die auf Lightroom jetzt hier? Also die Taste hätte man zum Beispiel besser nutzen können. Und auch die Lupentaste da, die das Bild vergrößert, das macht man mit der Taste hier oben für die Fokussensoren, Bildsensoren, also die hier ganz rechts oben in der Ecke ist. Mono, magst du mal drauf zeigen? Die hier? Ja, genau. Mit der Taste macht man das bei der 7D, also bei meiner hier. Und bei der 7D Mark II haben sie extra eine Taste dafür genommen. Das finde ich ein bisschen unsinnig. So oft macht man das nicht mit dem Bild vergrößern und so. Da kann man die Taste da oben rechts nehmen, die auch ergonomisch gesehen sofort im Griffbereich liegt, also im Wirkungsbereich vom Daumen, um es mal so auszudrücken. Hat ja viel mehr Sinn macht eigentlich. Aber da sieht man mal, dass die 7D Mark II auch schon keine Profikamera mehr ist, sondern schon mehr für den großen Consumer-Bereich ist, für den Hobbyfotografen, wenn solche Tasten halt da wichtig sind. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber man kann die ja bestimmt auch anders belegen, oder? Ich glaube, bei meiner kann ich auch schon Tasten anders belegen. Also könnte man da die Tasten auch notfalls anders belegen. Aber das als Standard, ja, als Standardoption so zu haben. Naja, ist mir nur gerade so aufgefallen. Like cystic fibrosis, idea mitosis is hopeless. Only in the gaze of high doses. Mind's spinning faster than the zoetropes. I'm cynical, clinically ill, at my pinnacle drinking. So, Cookie, ich glaube, wir müssen rein. Ich glaube, es gibt Essen. Und mich gerade an den Scheide geklopft. Um mich zu rufen. Bin gespannt, was meine Schwester uns da gezaubert hat. Und wie unscharf ich wirklich bin, sorry. Essen fertig?
Nee. We ill, I'm up in the gold, drinking at me, sniffing, yeah, yo, fresher than a day old. Mind in the cosmos, I'm fighting like a halo, but I'm seeing them stars like KO. What'll I do? What'll I do? What an unusual view. Nach dem ersten Tag die ganze Zeit gelesen. Wir hatten überlegt, ob wir nochmal losfahren und fotografieren, aber hat sich so zugezogen, dass es sich nicht wirklich gelohnt hätte, gute Fotos zu machen. Oder ist es nicht möglich gewesen, sehr gute Fotos zu machen? Okay, das war's dann für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.